Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex ist am Freitag erneut böse abgestürzt. Fast 2% bzw. 308 Punkte ging es für den DAX nach unten. Damit fällt die Wochenbilanz mit einem Minus von rund 1,8% ebenfalls schwach aus. Blicken wir dann mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, letzten Endes haben wir also eine schwache Handelswoche erlebt. Was können wir uns denn vom Start in die neue Woche erwarten? Ja, in der Tat, das war eine schwache Woche für den deutschen Leitindex. Es war aber auch eine rahmenschwarze Woche für die Wall Street, denn vor allen Dingen die Tech-Aktien haben massivst gelitten. So hat der Nasdaq die schwächste Woche seit März 2020 eingefahren. Allein nochmal die Nachricht von Netflix, dann ein großer Belastungsfaktor, aber auch der Dow konnte sich gegen diesen negativen Trend letztlich nicht stemmen. 1,3% ging es am Freitag für den Dow nach unten, auf Wochensicht gesehen war sogar ein Minus von 4,6%. So einen kleinen Lichtblick, den sieht man von Seiten der asiatischen Märkte. Der Nikkei moderat im positiven Bereich, Hang Seng und Shanghai Composite aber im negativen. Das ist es mal wieder, das Thema Corona-Pandemie, was für Verunsicherung sorgt. Aber natürlich auch das Thema Inflation und Zinsängste nach wie vor gegeben mit der innerhalb dieser Woche anstehenden FED-Sitzung. Ja, und auch die Ukraine-Krise, die natürlich jetzt langsam aber sicher im Fokus an der Börse und auch das Thema Berichtssaison wird uns durchaus beschäftigen. Der Auftakt einmal mehr wohl schwächer. Das heißt, der Rückschlag, er wird sich wohl weiter ausweiten hier beim DAX. Vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute BMW. Die Aktie von BMW hat sich in diesem Jahr bisher recht gut geschlagen. Am 14. Januar markierte das Papier sogar ein 7-Jahres-Hoch. Dort bildete sich allerdings eine bärische Shooting-Star-Kerze, die eine Abwärtskorrektur einleitete. Aus technischer Sicht drückt jetzt eine wichtige Unterstützung in den Fokus. Dort entscheidet sich, ob es weiter nach unten geht oder zu einer Erholung kommt. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.